happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not. Ja, liebe Freunde, jetzt erstmal sage ich, dass wir Torres willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht im Videotitel, worum es jetzt geht. Ich habe es leider nicht geschafft, eher hochzuladen, weil ich erst Freitag bei Aldi war und ja, heute ist Sonntag. Es geht um dieses Mythos-Bier. Bei Aldi waren oder sind griechische Wochen. Darum verkaufen sie das Bier der zweitgrößten Brauerei Griechenlands, das Mythos-Bier, the world's most famous Hellenic Beer, also das weltbekannteste griechische Bier. Feels like Greek summer, fühlt sich an wie griechischer Sommer. Ja, imported Mythos Lagerbier, steht irgendwas auf Griechisch drauf, Griechisch kann ich nicht. Es ist in einer Halbliterdose, 500 Milliliter mit einem Alkoholprozent von 4,7. Ja, was gibt es zur Firma Mythos zu sagen? Das Unternehmen entstammt der Unternehmensgruppe Henniger Hellers. Wurde 1970 gegründet, 92, also 22 Jahre später, hat die Buhari-Gruppe das Unternehmen erworben. Zwei Jahre später, im Jahre 94, wurde es in Northern Greece Brewery Ltd. umbenannt. Und 97 wurde das Mythos als Lagerbier eingeführt. Dann wurde es auch umbenannt in Mythos Brewery Ltd. im Jahr 2001. 2004 wurde Scottish in Newcastle neuer Haupteigentümer. Und seitdem gehört diese Mythos-Brauerei auch zur Carlsberg-Gruppe. Zeitweise wurde auch die Marke Felix Hellers im Auftrag gebraut. Ja. Es ist ein helles Lagerbier-Pilsener Brauart, wird seit 1997 in Flaschen und Dosen von 330 und 500 Milliliter abgefüllt. Zuvor wurden auch 700 Milliliter Flaschen verkauft. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, aber scheint es wohl. Ja, Mythos wird in einige europäische Staaten, sowohl als auch in Kanada, USA und Australien exportiert. Diese Mythos-Brauerei produziert auch die deutschen Biersorten Henniger, Henniger Lager und Kaiser. Habe ich alle noch nie gehört, aber so steht es bei Wikipedia. Importiert auch Carlsberg-Bier aus Dänemark, Foster's Lager aus Australien, das möchte ich auch mal probieren, und Guinness Stout und Kilkenny aus Irland. Wenn ihr dazu Fragen habt, guckt bei Wikipedia. So wirklich findet man nichts über das Bier hier im Internet. Ich muss aber das Video irgendwie in die Länge ziehen. Mythos hat auch eine Facebook-Seite, ich habe nur eine Twitter- und Instagram-Seite, könnt ihr mir gerne mal folgen und liken und abonnieren, könnt auch hier bei Facebook Mythos im eingeben, die freuen sich auch über Likes und Abos. Griechisches Bier. Ich finde die Farbe sehr schön, oder die Farbkombination Gold, Grün und Weiß. Erinnert mich an den LKW von Sigi Greil. Ja, steht hier was drauf, nichts Sinnvolles. Ist natürlich Pfand drauf, ich glaube dieses Viererpack kostet 2,39 Euro, das ist also gar nicht mal so günstig. Sonst trinke ich ja mal Schuldenbräu von Aldi. Das kostet 29 Cent die Dose, ein bisschen billiger. Und hat auch noch 0,2% Volumen mehr. Riecht wie Bier, ein ganz normales Bier, nichts Besonderes. Erinnert mich vom Geruch ein bisschen an Efes, dieses leicht säuerliche, zitronige. Schmeckt aber anders. Schmeckt ein bisschen lasch, aber trotzdem leicht zitronig, leicht Radlermäßig, oder Alster oder Alsterwasser oder noch einen anderen Ausdruck für Radler, weiß ich nicht. Ja, schmeckt ganz in Ordnung, muss ich sagen, ist ein bisschen lasch. Ich trinke auch gerne lieber herbes Bier. Trinke am liebsten Hefe oder Wildkühler, aber egal. Man kann es ganz gut trinken. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit Efes ähnlich zu setzen ist, aber den Geschmack hatte ich schon mal. Und dann kann auch sein, dass es bei Alex Bieren mit bei war, die der Alex mir mal geschickt hat. Es ist aber ein interessanter Geschmack. Ich finde es auch gar nicht mal eklig. Ich finde es auch nicht lecker. Ich würde ihm mal so 6, 7 Punkte von 10 geben. Nö, man kann das mal so trinken. Das ist mal was anderes, muss ich sagen.
Ich kann euch leider nicht den Geschmack von Flaschenbier bieten, aber ich kann ja mal gucken, ob sich der Geschmack irgendwie verändert, wenn man das Bier aus der Dose in ein Glas schüttet. So kann man die Farbe auch interpretieren. Irgendwas fehlt da noch. Es ist ein sehr helles Gelb. Ja, wie frische Pisse würde ich mal sagen. Oder Apfelsaft. Apfelschorle vielleicht. Sehr hell. Riecht immer noch leicht zitronig. Hat irgendwie so einen komischen, seifigen Nachgeschmack. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Ja, also ich bleibe bei meinem Schuldenbräu. Ich bin ein bisschen holzig, muss ich sagen. Aber der Geschmack hat sich durch das Glas nicht verändert. Müsste man vielleicht direkt aus der Flasche kaufen. Das wäre, glaube ich, am besten. Aber das hat er eigentlich nicht da. Es ist nicht schlecht. Ich mag das auch wohl trinken. Kommt natürlich schlecht dran. Also ich habe das so noch nie nur gesehen. Wenn die Discounter das im Angebot hatten, habe ich das mal gesehen. Aber so zum Festbestand habe ich das noch nie gesehen. Oder zur Dauer. Dauerware? Also Dauerware? Ich glaube wohl. Habe ich das nie gesehen. Könnte man auch öfters trinken, wenn es günstiger wäre, finde ich. Aber so ist es nicht schlecht. Ist mal was anderes. Also es schmeckt zum Glück nicht so schlecht wie Hakebeck. Ich mag das wohl trinken. Habe ich noch irgendwie was vergessen? Wie gesagt, ich musste selber bezahlen. Ich bin nicht von Aldi oder Mythos gesponsert. Schön wär's. Das würde ich wirklich geil finden. So jeden Monat den 100-Euro-Gutschein von Aldi geschenkt bekommen. Nee, ist aber leider nicht der Fall. Ich trinke das heute Abend noch auf. Ja, mir schmeckt's. Kann man gut trinken. Ist mal was anderes, wenn ihr so eine Dose findet. Probiert's mal. Könnt auch gerne mal in die Videobeschreibung gucken. Da hier unten in der Videobeschreibung. Wenn ich das bei Amazon finde, werde ich das verlinken. Noch ein paar andere Sachen, die so schön mit dem genussvollen Bierkonsum zusammenhängen. Ich werde alles Mögliche verlinken, auch meine Video-Equipment. Ja, dann könnt ihr mich ein bisschen unterstützen, wenn ihr darüber bestellt. Wie ja auch bei mir, Geld schadet natürlich nicht. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ihr könnt auch mal mein Schnapskonvolut angucken, was davon übrig geblieben ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Tschüss, ciao, euer Roman. Hier seht ihr dann, wie angesprochen, die letzten Reste meines Schnapskonvoluts. Dieser ganze Tisch war früher mal voll mit Schnapsflaschen und dieser Tisch war in seinen 4 Meter Längen, in seiner 4 Meter Länge auch voll. Ja, was haben wir hier? Kein Platz. Elchtest habe ich hier, das ist so ein feige Pflaumenlikör. Dann habe ich Korn mit Zitrone aus dem Kaiserreich, saurer Nick heißt das. Hier, falls ihr euren Vater gerne mögt, alles Liebe zum Vatertag, habe ich zweimal da, wie ihr seht. Dann habe ich hier noch einen schönen portugiesischen Weißwein, ich meine, das ist von 1987. Dann habe ich hier noch einen Meteor Spirituose, ich weiß immer noch nicht, was das für ein Zeug sein soll, hat 30 Volumenprozent immerhin, naja. Kennst du den, der ist von Behn, Pampelmuse mit Rum, Bernstein heißt es, von Behn, original. Ja, dann habe ich hier solche komischen Flaschen, keine Ahnung, ist geformt wie eine Meerjungfrau, Feigen-Pflaumenlikör ist das. Wollte ich nicht trinken müssen. Deichkrone habe ich hier noch, ist ein Anislikör. Pfirsichlikör, wieder von Behrensen sitzt dahinter. Von Rauter, den Gutsapfel, 20 Volumenprozent, keine Ahnung wie alt. Dann habe ich hier noch die Träne von Jesus, italienischer Likörwein, 16 Volumenprozent, 0,25 Liter. Dann habe ich hier noch 4 Flaschen Fundament, Schokominzlikör aus den Niederlanden. Hier habe ich nochmal so ein Feinbitter, ist das Kräuterlikör, in einer Flasche, in einem Lederetui mit Feuerzeug. Fundament hier von Heiko Blume, den Teelikör, den kann man heute noch kaufen. Swiss Curry, das ist so eine schöne Flasche, finde ich. Schokoladen, ein Kirschlikör, wollte ich auch nicht trinken müssen, aber die Flasche ist halt schön. Könnt ihr gerne haben. Dann habe ich hier von Markenstädter Apfel Calvados 4-mal noch da. Wer das haben will, kann sich mit mir in Verbindung setzen. Sylter Feuer habe ich hier noch. Was das ist, weiß ich nicht. Feiner Rumpunsch mit heiß und kalt. Rumpunsch hier, keine Ahnung. Dosmas habe ich hier noch mit Zimt. Dann habe ich hier noch Wild Lemon, einen Limonen oder Zitrone. Ja, was ist das? Bitterwild ist das jedenfalls. 0,7 Liter Flasche mit Zitronenschnaps. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, bevor ich das gekauft habe. Wittenkamper Kaminglut. Ja, weil das hier halt feucht steht, ist hier wirklich Schimmel dran. Naja. Dann habe ich hier Wittenkamper Kaminglut in einer anderen Flasche. Sanddornwein aus dem Märkischer Sanddornwein, keine Ahnung, was es sein soll. Hier ein Teelikör. Diese wunderbaren Laternenflaschen will auch keiner haben mit Kiwi-Likör. Hier ist normal Kiwi-Likör von Exquisite. Wattenläufer, den kann man heute noch bei Netto kaufen, von Behn auch. Dann habe ich hier noch wieder so einen schönen
Halbbitter mit Kirsche. Ja. Ich glaube, da ist auch Schokolade mit drin, das weiß ich nicht. Hier nur wieder Feinbitter im Leder-Etui. Einen wunderschönen Rhön-Tröpfchen, das ist Kräuterlikör, den könnte ich zur Not auch noch selber trinken. Dann habe ich hier noch eine wunderschöne Dreiecksflasche mit blauem Inhalt, keine Ahnung, was das ist. Frostschutz ist es hoffentlich nicht, so wie es aussieht. Dann habe ich hier noch einmal Rohöl, auch von Behn. Dahinter auch noch ein kleines Fässchen, seht ihr, ja. Cooles Zeug, das ist noch aus West Germany, also muss mindestens 32 Jahre alt sein. Dann habe ich hier von Firma Wünschelburger den Dry Mandarin. Ja, der liebe Stefan, der mich damals angeschrieben hat, will den ja wohl nicht haben, zumindest meldet er sich nicht und bezahlen will er auch nicht. Dann habe ich noch zwei Flaschen von diesem Merlin Ananas-Joghurt-Likör, muss auch von vor 93 sein, weil eine vierstellige Postleitzahl drauf ist. Ach, stelle ich mir einfach widerlich vor, das Zeug, aber gut. Dann habe ich hier noch Lenkers Rosé-Wein, da habe ich noch zwei Flaschen von, zwei habe ich neulich nach Frankfurt verschickt. Dann habe ich hier noch zwei Flaschen Xuxu, tropischer Bananengeist von Anton Riemerschmidt, den gibt es heute noch. Dann habe ich hier noch was ganz Spezielles, den Alpgeist von Firma Schätzle in einer 0,35 Liter Flasche. Den habe ich ja neulich auch im Video vorgestellt. Ja, wenn euch dieses Produkt interessiert, guckt das Review an. Alpgeist Likör von Schätzle ist auf meinem Kanal zu finden. Bin ich wirklich überzeugt von dem Produkt, finde ich wirklich klasse. Sage ich nicht, damit ihr mir das abkauft, sondern weil es einfach so ist. Dann habe ich hier noch den guten Reiterlikör. Irgendwas mit Kräutern, das kann man aber auch wohl noch trinken. Rote Marlene, nee, ist es gar nicht. Cidre Pomme Jack. Ja, lieblich, das würde ich nicht mehr trinken, aber wer das haben will, kann sich gerne bei mir melden. Dann habe ich hier noch einen Erdbeer Strawberry Bitter, hey, Strawberry mit Bitter Lemon, ja. Von Bolz, die Firma kennt man ja. Ich mag nicht so gerne Erdbeeren, aber gut. Dann habe ich hier noch einen Schokoladenlikör. Wäre schön, wenn meine Kamera ein bisschen besser fokussieren sollte. Dann habe ich hier noch einen Bolz Triple Sec, was auch immer das ist. Dann habe ich hier einen Clément de Bertillac, das ist von 1990 ein Rotwein. Dann habe ich hier Mühlenkrug, das ist ein Korn. Dann habe ich hier Diesigwetter, Anis und Korn, stelle ich mir auch richtig widerlich vor. Ja, dann habe ich noch drei Flaschen von diesem Daiquiri Martinique's Clément, keine Ahnung was das heißt, 24 Volumenprozent immerhin, das wusste ich gar nicht. Sieht natürlich relativ eklig aus, ich weiß nicht, ob man das noch trinken kann. Dann habe ich hier Bonesop aus Ostfriesland Original. Dann habe ich hier einen wunderschönen Mandelsirup, Mandel-Almond-Bar-Sirup. Dann habe ich hier den Smoothie-Schluck aus dem Wangerland in das Horomasil, um genau zu sein. Pfirsichlikör mit Aroma. Dann habe ich hier von Firma Scheibel den Himbeergeist, habe ich noch dreimal da. Hier habe ich dann noch eine Laternenflasche mit Tee dabei. Ich gehe mal wieder auf die andere Seite, weil meine Arm wehtut. Dann habe ich hier ein Creme des Cassis. Das sieht auch noch schön aus. Ist auch nicht billig, das Zeug. Also wenn man es neu kauft, die kriegt es natürlich günstig. Volz Dünenwasser, Nordseeküste. 56 Volumenprozent hat das Zeug. Dann habe ich hier einen Pfefferminzlikör von Firma Exquisite, 1 Liter Flasche. Farbe sieht ja grässlich aus. Chiem Maraschino, was auch immer das ist. Dann habe ich hier irgendwas mit Schwarz. Schwarzlikör, Datteln Schwarzlikör. Aus Neuherrlinger Siedl im Übrigen. Dann habe ich hier noch irgendwie was mit einer Frau drauf. Das sieht ja schon richtig ekelhaft aus. Hariasses. Dann habe ich hier denn noch einen Regaliali Weißwein von 1984, Vendemnia. Der ist mir einer Flasche runtergefallen. Beziehungsweise dem Elektriker, der mir hier die Lampen reingemacht hat. Ist kaputt gegangen, habe das aufgeleckt. Das kann man noch trinken. Das hier würde ich nicht mehr trinken, diesen Aperitif Fiesta, sieht das schon richtig scheiße aus. Ebenso wie dieses Ammoniak. Das war mal richtig teuer, als es noch nicht vergammelt war. Ja, nun kann man es höchstens noch als Partyschreck benutzen. Dann habe ich hier den Burkhard Dudenhöfer Spargeltröpfle, da ist ein Spargel drin. Harry hasst es. Covid-Weizenkorn kennt ja auch jeder. Billiger Korn. Rossantico Aperitivo, so was ähnliches wie Martini ist das, denke ich mal. Hier habe ich noch Cinzano Bitter. Dann habe ich hier russischer Wodka mit Peperoni aus den UdSSR. Die Flasche ist übrigens ungeöffnet. Das wohl alles verdunstet, auch wenn Schnaps ja eigentlich nicht verdunsten kann. Dann habe ich hier noch den guten Wikinger Med, da habe ich zwei Flaschen von. Könnt ihr auch haben.
Fliederbeersaft. Habe ich hier noch 1 Liter Fliederbeersaft. Das ist jetzt 1988 abgelaufen. Dann habe ich hier noch den Hammer Goldkirsch. Ich meine, die Flasche ist ungefähr 40 Jahre alt, 26 Volumenprozent, Herzflasche, sehr schöne Flasche. Die Flasche ist ungefähr 40 Jahre alt nach meinen Recherchen. Dann habe ich noch Ponche de Soto, José de Soto. Ja, was war das jetzt? Likör aus spanischen Brandy und Kräutern war es. Brandy und Kräuter, Arias. Dann habe ich hier Sonnenmilch, sieht aus wie Wechsel in der Flasche. Dann habe ich hier noch Medinet Rotwein. Dann habe ich hier noch den köstlichen Dazu, den ich gerade nicht hochkriege. Das ist auch irgendwie so eine Punchy für Diskotheken. Dann habe ich hier noch Orangenblätter von Anton Riemerschmidt zweimal, dreimal und einmal Angostura-Blätter mit 48 Volumenprozent. Dann habe ich hier Waldmeisterbowle. Dann habe ich hier noch so ein, ja, das muss man mischen, Maracuja. 1,5 Liter sind da drin, 20 Volumenprozent. Ja. Dann habe ich hier noch einen halbtrockenen Sekt von Goldwappen. Ein Kräuterlikör aus meiner Heimatstadt, von meinem Apotheker des Vertrauens, leider in Rente mittlerweile. Holunder Zimtlikör, 18 Volumenprozent, 0,5 Liter. Rote Marlene habe ich hier noch. Dann habe ich hier noch so einen Himbeerlikör, keine Ahnung, was das sein soll. Ist immerhin eine Literflasche und hat auch 32 Volumenprozent. Dann habe ich hier noch 6 kleine Flaschen Strohmann Wodka. Kardenburger Klostertrunk zur Herzpflege, keine Ahnung wie alt. Dann habe ich hier noch 3 Flaschen Two Oceans Weißwein von 2017 aus Südafrika. Dann habe ich hier noch, was war das denn? Habe ich hier noch 3 Flaschen Weißwein von 2010, Cellier d'Or. Dann habe ich hier nochmal wieder eine kleine Flasche Weißwein von 87, ja, der war das. Ja, Ochsenschluck, keine Ahnung was das ist, jedenfalls von Firma Freihof. Dann habe ich hier noch die kleinen Radlerschlücke. Party ist der Beste. Und zu guter Letzt hier diesen Kiwi Dream Likör von Venice.